Guten Morgen, die Dritte beim Mila Beach Report hier. Bei mir, Mischa Obatzka. Hallo. Gerade knappes Ding. Wie geht's dir so kurz nach dem Spiel? Ja, eigentlich so ein tränendes Auge, ein lachendes Auge. Wir haben ein gutes Turnier gespielt, aber eben war eigentlich heute mehr drin und wir haben dann zum dritten Satz leider nicht das umsetzen können, was wir wollten. So. Grundsätzlich, wie sind deine Eindrücke von Berlin hier quasi als Heimspiel in der World Tour beziehungsweise ja, Heimspiel? Ja gut, Deutschland, klar, ein Heimspiel, ich bin dann Hamburger, aber, aber trotzdem ist es natürlich schön, ein Turnier in Deutschland zu haben, so auf der Weltserie. Und auch eben schön, wenn hier ein paar schnell mal herkommen können, die sich dann zugucken können. Also das ist echt was Feines, so sollten wir immer haben. Ja, es könnte ein bisschen voller sein noch, aber ich denke, heute fühlt sich das, leider bin ich jetzt raus und kann das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber es war trotzdem ein gutes Erlebnis. Wie sieht der nächste Tourstopp für dich aus, beziehungsweise mit deinem Partner Markus? Was sind so die nächsten Schritte, die ihr macht? Ja, wir haben das Wochenende jetzt ja erstmal dann frei und am Montag geht es dann los. Da fliegen wir nach Klagenfurt und haben dann dort am Dienstag Kantekot dann mal wieder. Also Klagenfurt ist das nächste Event und da sind wir ab Dienstag dann im Einsatz und ja. Okay, Klagenfurt, drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Logischerweise, Timdorf, die Frage der Fragen, was sind eure persönlichen Ziele? Ah, Timdorf, ja, also ja, Timdorf haben wir eigentlich mal ein ganz gutes Turnier gespielt. Letztes Jahr war ein bisschen schade, so zwei englische Matches gehabt. Doch dieses Jahr, doch, wir wollen halt wieder versuchen, ins Halbfinale zu kommen und nochmal irgendwie aufs Podium zu kommen. Sind natürlich einige gute Teams da, aber wenn wir halt das abliefern, was wir können, also auch ein sehr emotionales Spiel machen, dann ist es schon realistisch, da auch hinzukommen. Deswegen ist also ein Halbfinale, sag ich mal so, ist doch schon Ziel. Mila Volleyball, drückt euch die Daumen dafür. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.